Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum nächsten Press Briefing des Science Media Center. Mein Name ist Marlene Halbach, ich bin Redaktionsleiterin im Science Media Center und ich begrüße heute die Expertinnenrunde hier bei mir. Im heutigen Press Briefing wollen wir die wissenschaftlichen Hintergründe der aktuellen STIKO-Empfehlung zum Impfstoff von AstraZeneca ergründen. Das Expertengremium hat ja vergangene Woche empfohlen, den Impfstoff nur noch für Personen im Alter von 60 Jahren und älter einzusetzen. Außerdem sollten jüngere Personen, die bereits mit dem Impfstoff geimpft wurden, als zweite Dosis einen der anderen RNA-Impfstoffe bekommen. Das alles spielt sich vor dem Hintergrund der möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs ab, in Form von seltenen Thrombosen, den sogenannten Sinusthrombosen, über die wir jetzt schon sehr viel gehört haben. Zu diesem Thema überschlagen sich heute auch wieder die Ereignisse. Genau jetzt soll eine Pressekonferenz der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur neuen Bewertung der Lage durch das Ständige Komitee PRAC stattfinden. Daran anschließend tagen die EU-Gesundheitsminister zum selben Thema. Ebenfalls zeitgleich zu unserem Briefing geben die Gesundheitsbehörde des Vereinigten Königreichs EMRA und das dortige STIKO-Pendant JCVI neue Analysen und Risikoeinschätzungen zu den möglichen Nebenwirkungen bekannt. Daher an dieser Stelle nur ganz kurz die Zusammenfassung, dann gehen wir auch gleich schon rein. Was wir bisher wissen für Deutschland: Am 29.03. berichtete das Paul-Ehrlich-Institut zuletzt, dass wir 31 Fälle von Sinusthrombosen in Deutschland gesehen haben, also Sinusthrombosen, diesen Blutgerinnseln im Gehirn, bei bis dahin 2,7 Millionen geimpften Personen. Die Thrombosen betrafen vor allem eben jüngere Frauen. 9 Menschen starben daran. Mittlerweile haben 3,2 Millionen Personen in Deutschland eine Impfung mit dem Vakzin erhalten. Wie hoch die Zahl der detektierten Thrombosefälle heute ist, konnte ich leider aktuell nicht mehr rausfinden. Klar ist allerdings, diese mögliche Nebenwirkung der Impfung ist sehr selten, aber eben schwerwiegend. Eine deutsche Arbeitsgruppe um Professor Greinacher aus Greifswald hat sich mit internationaler Expertise zusammengeschlossen und einen möglichen, noch nicht vollständig geklärten Mechanismus beschrieben, wie diese Impfung zu den seltenen Thrombosen führen könnte. Ganz kurz gesagt, die Hypothese ist, dass das Immunsystem nach der Impfung Antikörper bildet, die einen Faktor der Blutgerinnungskaskade erkennen, zusammen mit einem bisher unbekannten Teilchen, nenne ich es jetzt mal, einem Antigen, und als Folge die Blutplättchen anregt, zu verklumpen und sich so eben Thrombosen bilden. Wir möchten diese Zeit im Briefing hier heute nutzen, um zu verstehen, wie die STIKO zu ihren Empfehlungen gekommen ist und welche Daten der zugrunde liegen. Im Lichte der aktuellen Entwicklung haben wir aber die ExpertInnen gefragt, ob sie noch ein wenig mehr Zeit mitbringen, um vielleicht auch aktuelle Fragen zu beantworten, die jetzt aus den anderen jeweiligen Pressekonferenzen entstehen könnten. Wir müssen das allerdings ad hoc schauen, ob wir die beantworten können und inwiefern das möglich ist, da uns ja jetzt die neuen Daten hier auch noch nicht vorliegen. Das möchte ich direkt mal vorwegschicken. Ein Kollege hält das Geschehen aber da draußen im Blick und wird sich bei mir melden, sollte es da extreme Breaking News geben, sag ich mal. So, jetzt starte ich in die Runde, damit wir auch nicht zu viel Zeit verlieren, und würde gerne anfangen, einen der ersten Experten vorzustellen. Und zwar ist das Professor Dr. Christian Bogdan. Er ist Direktor des Mikrobiologischen Instituts des Universitätsklinikums in Erlangen und auch Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO. Herr Bogdan, ich würde gerne mit Ihnen ein meine Kollegin sagt mir gerade, willst du noch was zu den Fragen im Chat sagen? Natürlich, Sie dürfen wie immer Ihre Fragen stellen, am besten nicht im Chat diesmal, sondern in dem Question-and-Answer-Modul, was wir jetzt eingeschaltet haben, unter F und A zu finden. Da können Sie die Fragen reinpacken, so wie Frau Kovacic das ja auch schon schön vormacht. Da können Sie nämlich jetzt auch dann die Fragen der KollegInnen wieder sehen. Das wurde gewünscht bei unseren Press-Briefings. Hoffentlich funktioniert das mit dem Tool besser. Das probieren wir heute mal aus. Herr Bogdan, ich hatte Sie gerade schon vorgestellt. Könnten Sie vielleicht noch einmal die Genese der STIKO-Empfehlung zusammenfassen? Also die wissenschaftliche Begründung ist ja leider noch nicht verfügbar online. Deswegen fassen Sie vielleicht dazu einmal die Kerndaten zusammen und auch, welche Daten zu welchen Fällen jetzt dort eingeflossen sind. Ja, mache ich sehr gerne. Also zunächst mal muss man vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass wir zum 29. Januar die STIKO-Empfehlung für den AstraZeneca-Impfstoff veröffentlicht haben, zusammen auch mit der wissenschaftlichen Begründung. Und Teil von einer STIKO-Empfehlung ist natürlich immer die exakte und konsekutive und kontinuierliche Nachbeobachtung. Was passiert also dann bei der Anwendung des Impfstoffes? Das ist ja etwas, was bei jeder Empfehlung wirklich eine Conditio sine qua non ist. Und in Deutschland wird es in erster Linie natürlich durchs Paul-Ehrlich-Institut gemacht, wo alle Fälle von unerwarteten Nebenwirkungen gemeldet werden. Das Meldeverhalten ist im Rahmen dieser Covid-19-Impfung als sehr, sehr gut zu bezeichnen. Also da werden natürlich jetzt viele Sachen gemeldet, die auch einer normalen Impfreaktion entsprechen. Aber was eben dann aufgefallen ist, und davon haben wir dann als STIKO Anfang März erfahren, dass eben Fälle aufgetreten sind von thrombotischen Ereignissen, einerseits im Rahmen eben der Sinusvenen und zum anderen natürlich auch, oder nicht natürlich auch in anderen Bereichen des Körpers.
Und das hat dann als erstes natürlich dazu geführt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was könnte da dahinter stecken. Das Gleiche hat natürlich dann auch die EMA gemacht. Dann gab es Mitte März vom 15. bis zum 18. diesen vorübergehenden Lockdown für die AstraZeneca-Impfung. Danach kam man zu der Erkenntnis, gut, wir haben ein Signal, aber es gibt jetzt noch keinen Grund, irgendwie eine Veränderung der Impfempfehlung abzuleiten. Aber in den darauffolgenden 2 Wochen hat sich dann doch gezeigt, dass die Zahl dieser Fälle kontinuierlich einerseits zunimmt und dass sich eben doch ein ganz klares Risikosignal abzeichnet. Das heißt, was gemacht wurde, man hat betrachtet, welche Anzahl von Fällen tritt auf in der Gesellschaft als Hintergrundinzidenz und hat das verglichen mit der Anzahl der Fälle, die eben im Rahmen der Impfungen aufgetreten sind. Und da ist jetzt ganz wichtig zu bedenken, dass die impfassoziierten Fälle in einem Zeitfenster von 4 bis 16 Tagen nach der Impfung auftreten. Und wenn man das berücksichtigt, dann kommt man schon zu einer quasi Observed Expected Ratio, also beobachtete versus erwartete Fälle, Verhältnis von ungefähr 20 bei Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren. Und wenn man das Gleiche für Männer macht, sieht es im Prinzip etwas besser aus. Da ist man ungefähr bei einem Faktor von 15. Dabei muss man allerdings bedenken, dass eben bisher entsprechend auch natürlich der Population, die geimpft wurde, deutlich weniger Männer als Frauen geimpft worden sind. Also wir reden auch ungefähr von einem Faktor 2,5. Und dementsprechend ist es auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass man weniger Fälle jetzt bei Männern beobachtet hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein ganz klares Risikosignal. Und man muss jetzt natürlich dann sich die Frage stellen, wie groß ist das Risiko im Alter von 20 bis 59, um jetzt mal diese Grenze zu nehmen, schwer an Covid zu erkranken und zu versterben? Und wie groß ist das Risiko, im Endeffekt durch eine Impfung eine schwere Nebenwirkung zu bekommen? Und das muss man irgendwo natürlich in eine Relation setzen. Und nach den bisherigen Mortalitätsdaten bei Covid-19 ist es sicher so, dass mit dem 60. Lebensjahr aufwärts das Covid-19-Risiko, schwer zu erkranken oder zu versterben, kontinuierlich ansteigt. Während man jetzt in der jungen Altersgruppe, speziell eben in der Gruppe vielleicht auch nur der 20- bis 50-Jährigen, ein sehr geringes Mortalitätsrisiko hat. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir impfen grundsätzlich ja gesunde Menschen, die wirklich keinerlei erstmal Vorerkrankungen haben, die sich eigentlich nur in Anführungsstrichen vor Covid schützen wollen. Und wenn man da ein solches Verhältnis eben hat, unabhängig jetzt mal von der Frage der Pandemiebekämpfung, da geht es jetzt um das Individuum, ja, dann ist das erstmal nicht akzeptabel. Und das ist mal eine entscheidende Überlegung natürlich gewesen für die Einschränkung jetzt dieser Impfempfehlung auf die Gruppe eben der über 60 oder ab 60-Jährigen. Was man auch natürlich bedenken muss, ist, wir sind ja jetzt doch in der positiven Situation, dass es mehr als einen Impfstoff gibt und dass eben diese Situation in dieser Intensität und Schärfe in keiner Weise jetzt bei den mRNA-Impfstoffen bisher in Erscheinung getreten ist. Das heißt, man hat jetzt hier nicht die Situation, dass man jemandem quasi eine Impfung vorenthält, sondern man hat eine Umverlagerung der vorhandenen Impfstoffe, entsprechend eben der bisher bekannten Risikokonstellationen. Und das ist ja jetzt nicht nur ein legitimes, sondern es ist ein wirklich notwendiges Geschehen. Denn nochmal, man kann jetzt nicht einfach nur den Aspekt der Pandemiebekämpfung argumentieren, so nach dem Motto, wir verhindern durch Impfung von 80% der Bevölkerung dann ganz viele Todesfälle. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere ist immer, kann ich eine Situation generieren, sodass auch derjenige, der sich impfen lässt, möglichst eben kein schweres Risiko durch die Impfung davonträgt. Und aufgrund der Tatsache der Verfügbarkeit von mehreren Impfstoffen ist absolut möglich, das eben so zu handeln und zu entscheiden. Und das war ein entscheidender Aspekt auch, warum wir dann uns entschieden haben, diese Einschränkung eben zu empfehlen. Mhm. Vielen Dank schon mal für die Ausführung. Ich habe direkt eine Anschlussfrage. Und zwar hatten Sie jetzt gerade, um das nochmal zu präzisieren, gesagt, 20-fach war das Sicherheitssignal. Das bedeutet nochmal übersetzt, also Sie haben jetzt 20-fach mehr Sinusthrombosen entdeckt quasi unter den Geimpften, als eigentlich so erwartet gewesen wären. Im festen Zeitfenster bei einer bestimmten Altersgruppe, ganz genau. Mhm. Und das ist ja erstmal nur das Signal, was aus den Daten herauskommt, quasi da ist ein zu viel. Inwiefern haben Sie sich dann auch darüber unterhalten, inwiefern das jetzt kausal auf die Impfung zurückzuführen ist? Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen. Ja, ich meine, das ist natürlich auch jetzt ein wichtiger Aspekt. Und als erstes muss man natürlich immer die Frage stellen, ist es eine zufällige Koinzidenz oder gibt es hier eine Kausalität?
den Aspekt der Zufälligkeit konnte man relativ schnell klären, dass es kein Zufall sein kann, weil es innerhalb eines festen Zeitfensters auftritt und eben in einem Kontext einer applizierten Impfung. Damit ist aber natürlich jetzt noch nicht belegt, dass es tatsächlich etwas mit dem Impfstoff zu tun hat, sondern es kann natürlich auch ein indirekter Effekt sein, der mit der ausgelösten Immunantwort zusammenhängt. Also man muss ja ganz klar unterscheiden zwischen Effekten, die jetzt durch die Impfung selbst, also zum Beispiel durch den Vektor-Impfstoff bedingt wäre, und Dingen, die jetzt durch die Immunantwort bedingt sind. Und momentan gibt es jetzt keinen Hinweis, erst einmal basierend auf den bisher bekannten und publizierten Daten, dass es jetzt genuin der eigentliche Impfstoff ist. Es kann sein, dass es der Impfstoff ist, aber dafür haben wir bisher wirklich keine Evidenz. Eine Möglichkeit ist eben die Impfantwort an sich. Das heißt, man kriegt eine Immunstimulation. Und diese Immunstimulation geht ja über das hinaus, was jetzt bei der Impfung intendiert ist, nämlich die Immunantwort gegen das eigentliche Zielantigen. Das heißt also hier gegen Spike-Protein. Das ist ein bekanntes immunologisches Phänomen, dass ich natürlich durch das Anschieben einer Immunantwort im Zuge einer Infektion oder eben auch einer Impfung auch andere immunologische Prozesse, die bereits präexistent sind, das heißt, die schon vorhanden sind, auch entsprechend verstärken kann. Ja. Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine präexistente Autoantikörperbildung hätte, gegenüber zum Beispiel jetzt Plättchenfaktor 4, das ist das, was eben in der Gruppe vom Professor Klein nachher beobachtet wurde, dass eben hier möglicherweise so ein Mechanismus vorliegt, dann wäre es natürlich vorstellbar, dass jetzt durch eine Infektion oder eben auch durch eine starke immunologische Reaktion im Rahmen einer Impfung eine Verstärkung dieser präexistenten Autoantikörperantwort vorstellbar ist. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit der Erklärung. Wenn das Ganze wirklich durch den Vektor bedingt wäre, ja, jetzt mal losgelöst von solchen Phänomenen, wie ich es gerade beschrieben habe, dann müsste das eigentlich viel, viel häufiger auftreten. Das heißt, wir müssen hier einen Mechanismus haben, wo es eine gewisse quasi Prädisposition geben muss. Anders ist es nicht erklärbar. Ja? Also ohne jegliche Prädisposition kann man die Zahlen, die jetzt vorliegen, nicht erklären. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Und vielleicht letzter Punkt dazu. Es gibt bisher auch keinen Hinweis, jedenfalls keinen mir bekannten Hinweis, dass es hier irgendwo eine Geschlechterpräferenz im Hinblick auf den Mechanismus gibt. Und der letzte Punkt, es kann durchaus sein, nach wie vor, dass mehrere verschiedene Mechanismen hier am Operieren sind, die nicht unbedingt bei allen Patienten identisch sind. Das kann man im Moment auch noch nicht ausschließen, denn ich habe bisher nur 4 mechanistische Analysen gesehen von 9 analysierten Patienten. Ob jetzt bei allen anderen das auch so ist, das ist zumindest mir jetzt nicht bekannt. Und insofern muss man natürlich auch noch diese Option im Hinterkopf haben. Aber insgesamt muss es etwas sein, was sehr selten ist. Wir kommen jetzt ungefähr auf 1 bis 2 Fälle bei 100.000 Impfungen bei Frauen, ja, wo sowas in Erscheinung tritt. Mhm. Super, dass Sie das nochmal zusammengefasst haben. Wir kommen da sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Ich würde aber gern erstmal weitergeben in der Reihe. Und zwar stünde bei mir hier Dr. Marianne Röbel-Mathieu. Willkommen auch an Sie. Sie sind niedergelassene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München und auch Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO. Herr Bogdan hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde trotzdem nochmal drauf eingehen. Wie genau wiegt man denn das Risiko eigentlich ab zwischen, okay, wir impfen jemanden, der vielleicht ein sehr niedriges Risiko hat, an Covid zu erkranken und zu sterben, und im Gegensatz zu, wir könnten dadurch Nebenwirkungen auslösen. Wie haben Sie das gemacht und haben Sie da auch Berechnungen angestellt? Auf wie vielen Fällen beruhen diese Berechnungen? Könnten Sie das einfach mal eben kurz schildern, wie die Risikoabwägung abgelaufen ist? Ja, also im Wesentlichen, wie Sie schon gesagt haben, hat Herr Bogdan eigentlich die Vorgeschichte schon erzählt. Was wir uns halt angeschaut haben, sind wirklich die Zahlen, wie viele Menschen über 60 im Falle einer Covid-Erkrankung dann auch wirklich daran versterben. Und das sind 300 pro 100.000 und haben das verglichen mit Menschen zwischen 18 und 59 und das sind 6 pro 100.000. Das heißt, das Risiko an Covid-19 zu versterben, wenn man älter als 60 Jahre alt, als 60 Jahre ist, das ist 50 Mal so hoch. Und das ist ja schon eindrucksvoll. Und eben dieser andere Aspekt, dass es sich ja da wirklich um junge Menschen handelt, die im Prinzip durch ihre Impfung ja mehr im Prinzip zur Bekämpfung der Pandemie beitragen, als dass sie unter Umständen einen eigenen individuellen Vorteil haben. Und das ist dann eben so die Frage, ob man da nicht auch diese Zielgruppen, die man da identifiziert, schützen muss vor dieser zwar seltenen, aber doch sehr schwerwiegende Nebenwirkung, die ja zu einer dauerhaften, unter Umständen Gesundheitsbeeinträchtigung oder sogar zum Tod führen kann.
Und Sie haben es jetzt gerade auch schon angedeutet, aber wie genau sind Sie zu der Altersgrenze gekommen? 59, 60, ich habe schon gehört, ja, aber also wenn jetzt eine 60-Jährige komplett anderes Risiko hätte als eine 59-Jährige, klar, irgendwo muss man die Grenze setzen, aber wie genau sind Sie da hingekommen? Haben Sie gesagt, ab da überwiegt, also da genau kippt das Risiko oder wie waren die Also Berechnungen da? wir haben einfach gesehen, dass in 95% der Fälle sind diese Ereignisse bei Menschen über 60 Jahren aufgetreten. Das war einfach erkennbar. Wir haben uns ja die Zahlen von PAI angeschaut, die bis dahin vorlagen. Dann haben einfach gesehen, da gab es insgesamt nur 2 Fälle, wo Personen über 60 Jahren betroffen waren. Und es waren praktisch 95%. Und dann spielen natürlich durchaus auch manchmal praktische Überlegungen eine Rolle, weil das natürlich einfach auch in der Handhabbarkeit vielleicht besser ist, wenn da solche Zielgruppen genannt werden, mit glatten Grenzen, ja. Und so sind wir da dann drauf gekommen. Und haben Sie auch die Rolle des Geschlechts diskutiert? Weil man hätte jetzt ja auch sagen können, gut, bisher sind nur Frauen betroffen, dann machen wir das mal nur für die Frauen und lassen wir die besser raus aus der Impfung. Ja, das ist natürlich diskutiert worden, aber das ist ja auch vorher schon sehr genau erklärt worden. Erstens sind eben mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland wesentlich mehr Frauen geimpft worden und gerade eben in der jüngeren Altersgruppe. Und zweitens haben einfach die Hypothesen zur Entstehung dieses Phänomens nichts hergegeben, was dafür gesprochen hätte, dass das jetzt geschlechtsspezifisch gehäuft auftritt. Und es gibt ja auch bei Frauen eine erhöhte Hintergrundinzidenz im Vergleich zu den Männern. Das spielt ja auch noch mal eine Rolle. Genau, also aber auch eine generelle Hintergrundinzidenz, die höher ist, also jetzt Ja. unabhängig von der Impfung, ne? Also da spielen dann auch hormonelle Dinge eine Rolle und sowieso eine höhere Thromboseneigung bei Frauen auslösen. Und Pilleneinnahme wurde diskutiert, das fließt da auch alles mit ein. Was da genau mit einfließt, das ist so ein bisschen die Frage. Also Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, denn diese Ereignisse scheinen ja wenig damit zu tun zu haben mit den klassischen Risikofaktoren für Thrombose, mit denen Frauenärzte ja sehr gut vertraut sind, zum Beispiel bei der Pillenverordnung oder auch bei der Verordnung der Hormonsubstitution dann in der Peri- und Postmenopause oder auch wenn es darum geht, dass Frauen nach Tumorerkrankungen eine adjuvante endokrine Therapie bekommen, die ja auch mit einem erhöhten Thromboserisiko verbunden sein kann. Und einer dieser klassischen allgemein bekannten Risikofaktoren ist zum Beispiel das Lebensalter. Und das passt hier ja gar nicht ins Bild. Wir sehen ja, dass da überwiegend jüngere Menschen betroffen sind. Also das ist einfach noch ein großes Fragezeichen. Und das ist auch ein Problem, was ich jetzt in der Praxis sehe. Oder wir haben ja zum Beispiel in der Impfempfehlung auch betont, dass es einzelnen Personen unbenommen bleibt, auch in der jüngeren Altersgruppe, sich impfen zu lassen mit AstraZeneca, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Impfstoffdosis, nach Risikoaufklärung und individueller Nutzen-Risikoabwägung. Nur frage ich mich da als beratende Ärztin, woran kann ich das festmachen? Es gibt eben, bisher sind keine spezifischen Risikofaktoren identifiziert. Und das ist etwas, was natürlich so eine Beratung schwierig macht. Und dann kann die sich eigentlich nur darauf beschränken, dass man eine Risikoaufklärung macht und sagt, so sind die Fakten. Es handelt sich um ein seltenes Risiko. Und ich kann dir, Ihnen leider nicht sagen, ob Sie irgendwelche relevanten Risikofaktoren haben, sondern Sie müssten dann eben bereit sein, dieses kleine Risiko für sich in Kauf zu nehmen. Das wäre auch noch eine Frage, die ich später gestellt habe. Vielen Dank, dass Sie die schon mit beantwortet haben. Ich hatte noch eine Frage zum Alter. Und zwar in Großbritannien gab es jetzt schon, sagen wir mal, gerüchteweise, das ist noch nicht so richtig raus, die tagen ja auch gerade noch oder haben gerade eine Pressekonferenz, dass dort das Alter für eine Empfehlung auf 30 Jahre gelegt werden sollte. Also unter 30 machen wir nicht, aber darüber dann schon. Das ist ja jetzt schon ein Unterschied zu dem, was wir jetzt in Deutschland empfohlen haben letzte Woche. Wie kommt sowas zustande, dass verschiedene Nationen das anders bewerten? Haben Sie da eine Idee? Also das kann ich jetzt, glaube ich, nicht ganz schlüssig bewerten. Also es gibt schon einen Aspekt natürlich, dass man absolut gesehen in den jüngeren Altersgruppen, wenn man die vergleicht mit den etwas höheren Altersgruppen, schon auch jedenfalls eine Zeit lang nochmal deutlich mehr Fälle beobachtet hat als selbst über 30. Vielleicht spielt das eine Rolle, aber ich könnte mir vorstellen, dass Herr Bogdan das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären kann. Sehr gern.
Also in Deutschland zumindest die Fälle, wo wir detaillierte Anamnesen oder zumindest einige Detailinformationen gesehen haben, da konnte ich jetzt eigentlich nicht erkennen, dass zwischen 20 und 30 und 30 und 40 oder 40 und 50 zahlenmäßig ein Riesenunterschied ist. Also was ganz klar ist, ist die Grenze über 55 oder über 59. Also wir hatten bei einer initialen Auswertung, es war mit Datenstand 30. März, die ich noch sehr genau erinnere, da hatten wir 27 Fälle in der Kategorie quasi 20 bis 25 Jahre und 29 Fälle in der Kategorie vielleicht bis 59 Jahre. Ja. Aber weiter unten, das jetzt quasi nochmal feiner aufzuteilen, das geben meines Erachtens die Zahlen oder die Fälle jetzt, die in Deutschland bekannt sind, nicht her. Ja. Mhm. Da muss man sehen, ob das in England oder wo es auch immer ist, fundamental anders ist. Das wird dann die nähere Analyse zeigen. Aber die Zahlen und die Fälle kenne ich ja gar nicht aus England. Können Sie da nochmal einhaken? Bitte, Herr Klamroth. Also, weil wir das ganz lange diskutiert haben, auch mit den englischen Kollegen. Weiß die STIKO denn den Nenner? Denn wir müssen ja wissen, welche Patienten in welcher Altersklasse geimpft worden sind. Und auch die englischen Kollegen sind momentan nicht in der Lage, in 10er-Schritten aufzudröseln, wie viele Leute in der Altersgruppe 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50 geimpft sind. Denn nur dann können wir das Risiko ja altersadjustiert auch festlegen für diese Komplikation. Absolut. Also zumindest mal in der Altersgruppe, die betrachtet wurde von 20 bis 50, 20 bis 55, 20 bis 59, da kennen wir jeweils den exakten Impfnenner. Und das ändert aber an dem gesamten Observed Expected Ratio praktisch gar nichts. Das liegt alles in der Größenordnung von 20 bis 25. Aber weiter unten jetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich jetzt nur die Fälle im Sinne der Altersverteilung vor mir. Und da gab es 25, 35, 45-Jährige. Also ich kann zumindest jetzt nicht eine Grenze von 20 bis 30 jetzt unmittelbar nachvollziehen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das hängt natürlich jetzt davon ab, wen man geimpft hat. Und wenn jetzt zum Beispiel in England, was sicherlich der Fall gewesen ist, zum einen natürlich erstmal sehr viele Senioren geimpft wurden, zum anderen dann eben auch junge Krankenschwestern und Krankenpfleger, dann kann es natürlich durchaus sein, dass vielleicht jetzt gerade in England eine größere Häufigkeit aufgetreten ist in der ganz jungen Altersdekade. Ja. Aber es ist vollkommen richtig, was Herr Klamroth sagt, dass man das immer in Beziehung natürlich setzen muss zu der absoluten Anzahl an applizierten Impfungen. Vollkommen richtig. Und das ist ja genau das, was wir auch bei dem Vergleich mit den Männern gemacht haben. Da hatten wir 4 Fälle im Vergleich, also 4 Männer und 29 Frauen. Aber die Anzahl der Impfungen war 2,5 Mal höher, allein bei den Frauen im Vergleich zu den Männern. Ja. 4 Männer und 29 Frauen, nur dass ich für mich jetzt. Das war der Stand vom 30. März. Ich meine, das ändert sich. Okay, das ist ein Tag. Ja, natürlich, ja. Aber den haben Sie quasi in die Empfehlung mit einbezogen. Das ist ja nur wichtig, wenn man das auch noch nicht so richtig weiß. Aber Sie haben auch gesagt, Sie hatten die altersadjustierten Daten, also Impfdaten, auch vorliegen in der STIKO. Die gibt es also irgendwo in Deutschland. Das ist ja schon mal, ich finde ja, das also ist ja schon mal. Gibt es die deswegen sehr gut, weil ja alle Impfungen über die Impfzentren gelaufen sind und damit wurden alle Altersdaten erfasst. Es wird jetzt hoffentlich in irgendeiner Form auch noch weitergeführt werden können, wenn jetzt breitflächig auch über die Hausärzte geimpft werden. Ich habe gestern von Hausärzten gehört, dass sie zum Teil hervorragende Software haben, aber das muss halt dann auch noch angeschlossen werden an die zentrale Datenbasis, damit uns das auch weiterhin erhalten bleibt. Das ist eigentlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Absolut. Mich beruhigt das etwas, dass irgendwer diese Daten hat, ehrlich gesagt, weil also offen sind sie ja nicht verfügbar, aber es ist gut, dass Sie sie hatten und hoffentlich werden die weitergeführt, da haben Sie recht. Herr Klamroth, jetzt haben Sie sich aber gerade schon eingebracht, ohne dass ich Sie vorgestellt habe. Das möchte ich unbedingt nachholen. Der dritte im Bunde ist Privatdozent Dr. Robert Klamroth. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Angiologie und Hämastäsiologie am Vivantes Klinikum im Friedrichshain in Berlin. Und Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, GTH. Könnten Sie vielleicht, und das würde ich Sie bitten, direkt einmal zu tun, die Evidenzlage noch einmal zu dem möglichen Mechanismus, der hinter den Sinusthrombosen oder allgemein den Thrombosen steht, zusammenfassen? Bei wie vielen Fällen konnten Sie jetzt schon zum Beispiel diese spezifischen Antikörper nachweisen? Wie viele Fälle liegen Ihnen da zugrunde? Einfach, wie ist die Evidenzlage da gerade? Ja, die Evidenzlage ist dadurch, dass jetzt wenig publiziert ist, so ein bisschen unübersichtlich, aber man hat natürlich sehr viel Austausch mit Kollegen in Deutschland, mit Kollegen in anderen Ländern. Und ich denke schon, dass der Mechanismus
und das ist ja auch als Preprint von Herrn Greinach schon publiziert, für einen Großteil dieser Komplikationen doch aus meiner Sicht relativ einleuchtend ist. Und zwar nochmal, das ist wichtig zum Verständnis, der Plättchenfaktor 4 ist ein normales Protein, der ist auch kein Antigen, sondern der verbindet sich was. Und der verbindet sich, so wie wir es kennen, mit Heparin und kann dann ein Neoantigen bilden, gegen das sich Antikörper bilden, die bei den FC-Rezeptor Thrombozyten aktivieren. Und die Hypothese ist jetzt, dass jetzt nicht Heparin, sondern was auch immer, das wissen wir nicht genau, es könnte der Vektor sein, es könnte was vom Spike-Protein sein, es könnte was im Rahmen der allgemeinen Immunreaktion sein, was sich mit dem Plättchenfaktor 4 verbinden muss, damit ein Neoantigen entsteht, damit die Thrombozyten aktivierenden Antikörper entstehen. Und dieser Mechanismus ist jetzt, wenn man im Kollegenkreis spricht, bei relativ vielen dieser Patienten mit der Komplikation atypische Thrombose. Und das ist nicht nur die Sinusthrombose, sondern wir haben auch jetzt einige Patienten mit Bauchvenenthrombose in der persönlichen Kommunikation, auch in anderen Ländern gesehen. Aber was typisch ist für diesen Mechanismus, ist eher die Thrombose an atypischer Lokalisation. Die Kollegen aus England haben auch schon arterielle Ereignisse berichtet. Also auch das ist möglich. Und was dann immer auffällig ist es im Labor ein simpler Test und dadurch sind auch diese ersten Ideen entstanden, die ansprechen auf Antikörper gegen den Komplex Heparin-Plättchenfaktor 4. Und da wird aber der Plättchenfaktor 4 als Antigen in diesem Antikörpertest erkannt und dadurch ist dieser erste Test ein Hinweis darauf, dass diese spezielle thrombozytenaktivierende Gerinnungsstörung vorliegen kann. Und das hat man jetzt von relativ vielen Kollegen gehört. Und das hat die Konsequenz, wenn man da schon einen Schritt weitergehen darf, dass zusätzlich zur Antikoagulation Immunglobuline ein ganz effektiver therapeutischer Ansatz ist, um diese aktivierenden Antikörper zu verdrängen. Denn das wissen wir auch ganz sicher, die aktivieren über den FC-Rezeptor des Thrombozyten den Thrombozyten. Und das ist jetzt in vielen, gerade auch das wird, die Medizin hinkt da immer ein bisschen hinterher, das wird jetzt weiter publiziert werden, auch in vielen Fallbeschreibungen, aber im kollegialen Austausch hat man gesehen, dass gerade bei diesen Patienten, wo dieser Mechanismus nachgewiesen worden ist, die Behandlung nicht einfach ist mit reiner Antikoagulation, sondern um diesen aktivierenden Mechanismus zu unterbrechen, dann Immunglobuline zusätzlich doch sehr hilfreich sind. Du willst direkt mal einhaken. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt auch schon andere Fälle gefunden und nicht nur die Sinusthrombosen. Das war ja am Anfang immer sehr fokussiert auf die Sinusthrombosen. Machte ja auch ein bisschen Sinn, dass es da war, habe ich so zumindest aus persönlicher Kommunikation gehört. Aber Sie sagen, jetzt ist es auch überall. Müsste man nicht dann eigentlich auch jetzt die Falldefinition, sage ich mal, an was man als Nebenwirkung zählt, der Impfung jetzt auch erweitern und nicht nur auf Sinusthrombosen gucken, so wie es ja jetzt die STIKO, wenn ich es richtig verstanden habe, gemacht hat? Oder wie würden Sie das einschätzen? Na, das PI guckt ja auf alle Thrombosen in Verbindung mit Thrombozytopenie. Das ist nicht festgelegt auf die Sinusthrombose. Da sind ja auch die anderen Fälle jetzt gemeldet und das wird sicher auch weiter aktualisiert werden. Ja, und gerade die, also Aufgreifkriterium jetzt auch in allen Empfehlungen für die Engländer ist die Thrombose mit Thrombozytopenie. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber die am plausibelste Hypothese, die auch in einem Großteil der Fälle dann jetzt nachgewiesen worden ist durch die Testung im Labor, sind die aktivierenden Antikörper. Mhm. Dann hat die STIKO ja empfohlen, die zweite Impfung durch was anderes zu ersetzen, wenn ich jetzt in der ersten schon AstraZeneca bekommen habe. Weiß man irgendwas dazu, was passieren würde, wenn ich AstraZeneca das zweite Mal impfe? Also wenn wir sagen, es gibt eine Prädisposition, die irgendwie dazu, also die vorliegen muss, damit das diese seltene Nebenwirkung zustande kommt, dürfte es doch eigentlich kein Problem bei einer zweiten Impfung geben. Wenn es bei der ersten geklappt hat, könnte es auch da klappen. Wie schätzen Sie das ein, dass die zweite Impfung jetzt mit was anderem erfolgen soll? Und wie wäre das Risiko, wenn man das tun würde? Ja, das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Wir haben unsere englischen Kollegen mal gefragt, ne, weil die ein bisschen eher waren als wir, wie viel habt ihr denn schon zum zweiten Mal mit AstraZeneca geimpft und habt ihr in irgendeiner Form mal diese Komplikationen gesehen? Da war zum Beispiel eine mündliche Information, nein. Das ist jetzt ganz schwer. Man kann sagen als Immunologe, das ist eine Alles-oder-Nichts-Reaktion. Und wenn die beim ersten Mal nicht auftritt, ja, mit der Präsenz, dann tritt ja auch beim zweiten Mal nicht auf. Man kann aber auch sagen, dass wenn das Immunsystem keine starke Immunantwort ausbildet, dass durchaus beim zweiten Mal diese Reaktion auch noch auftreten kann. Und dass solange man diese nicht eine da valide Daten hat, ist das reine Spekulation. Wenn man jetzt vorsichtig ist, dann sagt man, man macht die zweite mit was anderem. Aber das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber es ist von der wissenschaftlichen Einschätzung, momentan haben wir keine validen Daten, dass diese Komplikation nach der zweiten Impfung auch auftreten kann oder überhaupt auftritt, weil eben so auch in England noch viel zu wenig
eine zweite Impfung mit AstraZeneca erhalten haben. Mhm. Eine Nachfrage noch an Sie, dann nochmal an die anderen beiden. Sie haben es gerade schon gesagt, das Antigen kennt man noch nicht, was zusammen mit Plättchenfaktor 4 das Neoantigen bildet. Wie wird das denn jetzt weiter erforscht und wann darf man da mit was rechnen, sag ich mal, aus journalistischer Sicht? Weil zum Beispiel Herr Söder hat gerade Vorverträge für den Sputnik-Impfstoff unterschrieben, habe ich gelesen, nur ganz kurz in den News. Das hätte ja auch Auswirkungen darauf, wenn es der Vektor wäre, richtig? Ja, da muss man mehr die Immunologen fragen. Also Herr Greinacher forscht weiter, ja, und guckt, was verbindet sich mit dem Plättchenfaktor 4. Das können Ladungsphänomene sein, das können Strukturhomologien sein, da gibt es ganz verschiedene Hypothesen. Aber ich denke schon, dadurch, dass es ja momentan wirklich nur in diesem Ausmaß mit dem AstraZeneca-Impfstoff zusammenhängt, denke ich schon, dass ich eher die Kausalität beim Impfstoff sehen würde als bei der allgemeinen Entzündungsreaktion. Aber auch das ist nicht belegt. Von daher, da tappen wir momentan noch im Dunkeln. Mhm. Und da ich die zweite Impfung gerade schon angesprochen habe, jetzt gerne nochmal an die anderen beiden. Ich richte es jetzt nicht spezifisch an jemanden, melden Sie sich dann einfach. Ich würde gerne fragen, ob sich das Verfahren der STIKO eigentlich jetzt so ein bisschen geändert hat. Ich habe das so ein bisschen rausgelesen, weil sie sonst sich sehr, sehr stark an die Zulassungsdaten angelehnt haben mit den Empfehlungen, bisher zumindest. Und jetzt ja tatsächlich dieser Switch von der ersten auf die zweite Impfung, ja, also wie Sie selber ja geschrieben haben, eigentlich gar keine Evidenz dafür vorliegt. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, das zu tun, aber eigentlich haben wir keine Evidenz. Und ich habe das bisher so im Gefühl gehabt, dass die STIKO sich mir sehr stark an der Evidenz orientiert, in diesem Fall aber nicht. Wie genau sind Sie zu dieser Entscheidung gelangt? Ist das ausreichend gedeckt? Also im Endeffekt muss man vielleicht zwei Sachen auseinanderhalten. Die eine Frage ist, gibt es eine Plausibilität, dass praktisch die Kombination von zwei Impfstoffen, die wohlgemerkt gegen das gleiche Zielantigen am Ende gerichtet sind, dass das nicht funktionieren kann? Also immunologisch muss ich sagen, ist das extrem unwahrscheinlich. Ja? Denn beide beinhalten das Spike-Protein, einmal als DNA, einmal als RNA. Und am Ende kriegt man eine Antikörper- und eine T-Zell-Antwort gegen ein und dasselbe Zielantigen. Insofern ist eigentlich zu erwarten, dass das jetzt keine immunologische Nichtwirksamkeit auslösen würde, wenn ich jetzt diese beiden Impfstoffe kombiniere. Unabhängig von der ganzen Situation, muss man jetzt auch mal betonen, laufen ja schon solche Kombinations- oder heterologen Impfserien als Studien. Das haben wahrscheinlich sich einige deswegen überlegt, aus ganz anderen Gründen, weil nämlich bei dem Einsatz von Vektoren zur Impfung auch eine Vektorimmunität auftreten kann. Das heißt, sie machen Antikörper gegen den Vektor. Und das ist wahrscheinlich eine der Gründe, warum zum Beispiel bei der zweiten AstraZeneca-Impfung selbige umso wirksamer ist, je weiter man die zweite Impfung von der ersten Impfung entfernt. Ja. Also will heißen, heterologe Impfserien, das hat einen gewissen Charme und ist immunologisch, denke ich, plausibel, dass das gut funktionieren kann. Aber Sie haben recht, wir haben im Moment noch nicht die Daten. Die werden erst Ende Mai, Anfang Juni, werden die ersten Daten zu diesen heterologen Impfstudien publiziert sein oder zumindest öffentlich verfügbar sein oder halb öffentlich verfügbar sein. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wenn ich jetzt nach einer Impfung, also in dem Fall AstraZeneca, eine Nebenwirkung erleide, dann kann ich natürlich jederzeit auch sagen, gut, dann breche ich diese Impfserie ab und fange mit einem neuen Impfstoff an. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Semantik, ne, was man jetzt als Off-Label bezeichnet, aber formal ist es eigentlich dann gar kein Off-Label. Ne? Ich kann jederzeit von einem Medikament zum anderen wechseln, genauso kann ich von einem Impfstoff zum anderen wechseln. Die Off-Label-Situation kommt jetzt dadurch zustande, dass man natürlich hier schon argumentiert, ich habe eine Impfung mit AstraZeneca und die Booster-Impfung eben mit einem anderen Impfstoff. Aber ich kann es auch unter anderen Aspekten sehen, dass es eben jetzt einen Grund gibt, zu wechseln. Und dementsprechend beginne ich dann quasi eine neue Impfserie. Und dann ist die spannende Frage, brauche ich dann später nochmal eine dritte Impfung zum Beispiel, um eben einen vollständigen Schutz zu haben. Ja? Das heißt, dann hätte ich gewechselt von einem Impfstoff zum anderen. Und insofern ist das nicht so ganz losgelöst von dem, was die STIKO normalerweise macht. Aber formal haben Sie recht, wir haben noch keine Daten zur Wirksamkeit und auch nicht zur Sicherheit einer heterologen Impfserie. Aber in der momentanen Situation erschien uns das aus vielerlei Gründen jetzt doch ein nicht nur gangbarer Weg, sondern auch ein sinnvoller Weg. Und dementsprechend haben wir das gemacht und nicht gewartet, bis irgendwann dann vielleicht dann doch später erst, man weiß ja nie, was passiert,
die entsprechenden Studiendaten da sind. Das wäre einfach jetzt auch nicht zu verantworten gewesen, weil spätestens Ende April stehen die ersten Impflinge buchstäblich vor der Tür und sagen, ich habe vor 12 Wochen meine AstraZeneca-Impfung bekommen, ich möchte jetzt wissen, wie geht es weiter. Ja. Und insofern denke ich, war das jetzt schon notwendig, dass man hier eine Entscheidung entsprechend trifft. Frau Röbel-Mathieu, haben Sie da noch was hinzuzufügen? Wie würden Sie das denn, wenn Sie jetzt eine Impfaufklärung machen, zum Beispiel jemandem erklären, weil ich habe auch schon aus dem Bekanntenkreis, sind wir jetzt Versuchskaninchen quasi für Erst- und Zweitimpfung mal was anderes zu nehmen? Wie würden Sie das in der Kommunikation rüberbringen? Ja, ich denke, ich würde eben auch darauf hinweisen, dass eigentlich niemand aus immunologischen Gründen erwartet, dass es ein Nachteil ist, jetzt mit einem anderen Impfstoff geimpft zu werden. Ob wir dann, wenn wir die Daten bekommen aus der ComCOV-Studie, die da schon läuft zu diesem heterologen Impfen, wenn wir dann feststellen würden, dass man dann keine ausreichende Wirksamkeit kriegt, keine ausreichende Immunantwort, dann wird natürlich zu entscheiden sein, ob es dann eine weitere Impfung geben muss. Ja. Also ich denke, mir ist da der Sicherheitsaspekt ganz wichtig, dass man einfach sagen kann, es ist nicht zu erwarten, dass man jemanden jetzt schadet durch den Wechsel auf den anderen Impfstoff. Ob man ihm dann einen genauso guten Nutzen versprechen kann, wie wenn man denselben Impfstoff beibehalten hätte, das ist eben im Moment noch offen. Aber das wird relativ zeitnah geklärt werden können. Mhm. Und ich meine, ein Aspekt, den man vielleicht auch noch erwähnen muss im Hinblick auf die Sicherheit. Wir haben ja, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, für die mRNA-Impfstoffe jetzt keine Hinweise, dass hier ein ähnlicher Prozess ausgelöst werden kann, wie es eben jetzt beim AstraZeneca-Impfstoff im Hinblick auf die thromboembolischen Ereignisse beobachtet wurde. Und insofern ist es jetzt auch nicht plausibel anzunehmen, dass eine heterologe Impfserie in dieser Hinsicht ein spezielles Risiko in sich birgt. Ja? In Ordnung. Ich habe noch gehört, vielleicht können Sie dazu was sagen, vielleicht aber auch nicht, dass der Ethikrat und der Leopoldina, in der Sie ja auch Mitglied sind, Herr Bogdan, habe ich noch gesehen, auch noch quasi eine Stellungnahme gegeben haben oder dazugezogen wurden vorab. Was haben die beiden Gremien denn noch mit eingebracht? Naja gut, da ging es eigentlich jetzt nicht um diese Aspekte, die wir jetzt gerade eben diskutiert haben, wie Mechanismus und was man gegebenenfalls eben tun kann im Hinblick auf weitere Impfserien. Da war der Hauptaspekt, dass man aufgrund des insgesamt ja sehr seltenen Ereignisses, ich habe ja vorhin genannt die Zahl, also 1 bis 2 Fälle auf 100.000 Impfungen jetzt bei Frauen, dass man eine Öffnungsklausel sich wirklich aufrechterhält. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe ein ganz großes Interesse, jetzt geimpft zu werden, vielleicht weil ich auch ein gewisses Erkrankungsrisiko habe, dann sollte auch die Möglichkeit gegeben sein, dass jemand sich wirklich aktiv selbst entscheidet, ob er jetzt eben den AstraZeneca-Impfstoff haben will oder nicht oder eben einen anderen. Und die Einführung dieser Öffnungsklausel, das war ein besonderes Anliegen des Ethikrates. Ja, wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, wie so eine individuelle Risikoabwägung aussehen könnte, wenn ich mich jetzt entscheiden möchte, nee, ich möchte aber trotzdem mit AstraZeneca geimpft werden. Kann man da noch was erwarten von der STIKO, dass da vielleicht noch, ich sag mal, Handreichungen irgendwie im Sinne von, wir haben mal eine Grafik gemacht mit IFR, also des Risikos zu sterben an Covid in den einzelnen Altersgruppen im Gegensatz zu Risiko durch seltene Nebenwirkungen. Kommt da irgendwie in diese Richtung noch was das unterstützen könnte, diesen Prozess und das Verständnis dafür erhöhen könnte? Es gibt ja ein Fakten- und Informationsblatt, sowohl zur mRNA-Impfung als auch zum AstraZeneca-Impfstoff. Und ich bin sicher, dass das RKI, gerade was den Aspekt der seltenen Nebenwirkung dem AstraZeneca-Impfstoff, das auch in diesem zweiseitigen Aufklärungsblatt noch entsprechend grafisch abbilden wird, sodass man im Endeffekt auch dann nochmal die Chance hat, quasi die verschiedenen Aspekte, eben Mortalitätsrisiko, in Abhängigkeit vom Alter an Covid zu versterben und eben Risiko einer schweren Nebenwirkung, dass man das gegenüberstellt und dementsprechend auch nochmal wirklich vor Augen führt. Ja. Also ich denke, solche Dinge, die werden natürlich gerne eingefordert und es gibt auch Menschen, die sehr scharf drauf sind, das möglichst exakt zu kalkulieren. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen einschränken. Ja. Eine exakte Kalkulation im Hinblick auf das individuelle Risiko ist wiederum sehr schwer durchzuführen. Denn das, was wir ja jetzt hier vorgestellt haben an Zahlen, das sind jetzt eben über unter 1 oder 1,5 Millionen Impfungen
festgestellte Ereignisse. Aber das jetzt runterzubrechen auf das Individuum mit all seiner Historie und Grundgegebenheit, das ist natürlich etwas, was man in der Form eigentlich gar nicht leisten kann. Ja? Und man kann natürlich jetzt irgendwelche Rechnungen anstellen und irgendwelche Algorithmen versuchen zu etablieren, aber da muss man jetzt auch wirklich mal sagen, es rein mathematisch zu betrachten, ist auch nicht die Lösung. Ja? Sondern am besten ist wirklich, wenn der jeweilige behandelnde Arzt das mit dem Impfling bespricht und dann eben sieht, in Abhängigkeit von dessen spezieller Situation, was ist jetzt das Beste. Ja. Und Frau Römer-Mathieu, vielleicht kann man denn sagen, irgendwie Menschen mit diesen und jenen Vorerkrankungen sollten da nochmal besonders vorsichtig sein, wenn sie jetzt eine AstraZeneca-Impfung in Erwägung ziehen? Und welche Menschen sollten da vor allen Dingen Rücksprache halten mit ihren Ärzten? Haben Sie da vielleicht noch zu Risikofaktoren oder so noch was? Ja, ich hatte das ja vorher schon angesprochen, dass das außerordentlich schwierig ist, sozusagen Risikofaktoren herauszufiltern, die jetzt das Risiko dieser schweren Komplikation dann erhöhen. Ich würde es eher umgekehrt sehen, wenn eben aufgrund einer bestehenden Vorerkrankung ein hohes Risiko besteht, ein höheres als das typisch altersentsprechende Risiko besteht, schwer zu erkranken oder sogar daran zu versterben, dann könnte das eben im Sinne der Nutzen-Risiko-Abwägung sein, dann auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu impfen, wenn jetzt gerade ein mRNA-Impfstoff nicht zur Verfügung ist. Also wenn jemand selbst zum Beispiel eine schwere Lungenerkrankung hat oder einen Zustand nach Organtransplantation oder andere Vorerkrankungen, die eben mit einem sehr hohen Risiko einhergehen, dass man im Falle der Covid-19-Infektion auch schwer erkrankt und hospitalisiert werden muss, vielleicht auf die Intensivstation muss, beatmet werden muss, dann kann natürlich die Nutzen-Risiko-Abwägung zugunsten auch des AstraZeneca-Impfstoffs ausfallen, auch bei den jüngeren Menschen. Jetzt kommt hier nochmal eine Frage, die kommt jetzt aktuell rein. Und zwar, die EMA geht ja immer noch in einer aktuellen Pressemitteilung von heute davon aus, dass der Nutzen komplett das Risiko überwiegt in allen Altersklassen und führt auch keine Altersgrenze, sag ich mal, ein, wie das die STIKO jetzt gemacht hat. Hat das jetzt noch Auswirkungen auf das, was die STIKO in Zukunft tun wird? Und wie, ist eine Frage von mir, die ich da anhängen würde, kommen denn so nationale und internationale Gremien eigentlich zu so ganz unterschiedlichen Abschätzungen? Wie kann man das erklären? Hängt das auch so ein bisschen mit der Rolle des Gremiums zusammen, mit der Inzidenz vor Ort zum Beispiel national? Welche Faktoren fließen da ein, wie so eine Empfehlung zustande kommt und wie kann man diese Diskrepanzen da erklären? Herr Bogdan vielleicht? Ja, da kann ich jetzt aus eigener Anschauung jetzt wirklich nichts dazu sagen, weil ich nicht Mitglied in einem dieser EMA-Konsortien oder Gremien bin. Ich denke, was man immer berücksichtigen muss, wenn es um Gremienentscheidungen geht, ist natürlich auch das Empfinden der einzelnen Gremienmitglieder. Ja, das ist, denke ich, ein Faktor, der schon eine große Bedeutung hat. Denn auf der einen Seite haben Sie die Zahlen und auf der anderen Seite haben Sie natürlich jetzt schon auch die Frage der vielleicht nationalen Betroffenheit. Ja, es gibt vielleicht Länder, da gibt es weniger dieser Fälle als in anderen, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss man natürlich auch bedenken, wie schaut die Situation aus insgesamt bei der Pandemiebekämpfung, welche Impfstoffe stehen in welchen Zeitrahmen zur Verfügung. Und am Ende natürlich auch das absolute Risiko. Ja. Und ich denke, eine Entscheidung der EMA, wenn die jetzt so ausschaut, dass zum Beispiel die EMA jetzt weiterhin an dem festhält, was auch am 18. März entschieden worden ist, das kann man mit Sicherheit auch rechtfertigen. Aber das, was jetzt die STIKO gemacht hat, kann man sicherlich genauso rechtfertigen. Das heißt, das, was die EMA jetzt gesagt hat, hat nicht jetzt nochmal Auswirkungen auf ihre Empfehlung? Das wird sicherlich ein Thema werden in einer der nächsten STIKO-Sitzungen, ja, dass wir uns das natürlich auch nochmal anschauen. Vielleicht gibt es ja dann auch einen Begründungstext und Ähnliches. Ja. Ich meine, da werden wir uns jetzt nicht an einer Pressemitteilung primär orientieren. Ja. Ja. Herr Klamroth, hier kommen nochmal Fragen zum Auslöser, also quasi des Antigens. Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten, aber vielleicht können Sie das nochmal eben einmal kurz zusammenfassen. Also wenn wir annehmen, es wäre ein Teil des Vektors, macht es einen Unterschied, welcher Adenovirus jetzt da drin stecken würde, also welches der Vektor ist und könnte das vielleicht irgendwie auch, die andere Frage schließe ich mal an. Ich mache mal erst die, also können Sie nochmal die Evidenz zum Antigen
Es ist reine Spekulation. Ich kann es nicht beantworten. Wir wissen, dass ich irgendwas mit dem Plättchenfaktor 4 verbinden muss, aber wir wissen nicht, was es ist. Das ist ja ein Allergieschluss zur heparininduzierten Thrombozytopenie, was wir ja als allererstes vermutet haben, dass es so ein Hit-Mimikry ist als Autoimmunerkrankung. Davon sind wir jetzt so ein bisschen abgekommen, weil eben doch nicht oder nur ein geringer Teil der Patienten parallel auch Heparin-Plättchenfaktor 4-Antikörper hat, sondern viele nur diese spezifischen Antikörper haben. Aber was das genau ist, kann ich nicht sagen. Und das werden wir, oder Herr Greinacher im Team der GTH, wird das hoffentlich über kurz oder lang aufklären. Mhm. Vielleicht kommt hier noch eine therapeutische Maßnahme, und zwar der AstraZeneca-Impfstoff gilt ja als besonders reaktogen. Könnte das auch im Zusammenhang mit der Nebenwirkung stehen? Einfach mal grob in die Runde gefragt. Das sind jetzt alles auch schon Fragen, die von außen kommen. Und wird deshalb vielleicht auch prophylaktisch Paracetamol, eine Paracetamolgabe diskutiert? Hängt das damit zusammen? Ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, ja, der Einschätzung der Reaktogenität. Also grundsätzlich, wenn man jetzt die publizierten Daten nimmt von der Phase-3-Studie des AstraZeneca-Impfstoffs und die vergleicht mit den Phase-3-Studien vom BioNTech-Pfizer und vom Moderna-Impfstoff, dann sieht man erst einmal nach der ersten Impfung eigentlich keine dramatischen Unterschiede. Es sind alle drei sehr reaktogen. Es gibt dann einen interessanten Unterschied und der bezieht sich dann auf die zweite Impfung. Nach der zweiten Impfung nehmen eigentlich die systemischen Nebenwirkungen beim AstraZeneca-Impfstoff sehr deutlich ab, während bei Moderna und BioNTech das genau umgekehrt ist. Ja. Also die Einnahme von Paracetamol ist ein zweischneidiges Schwert, prophylaktisch. Ja. Das eine ist ja, dass wir schon wissen, dass die Aktivierung der angeborenen Immunantwort eine wesentliche Komponente auch darstellt für die Stimulation der spezifischen Immunantwort. Ja. Das ist keine Conditio sine qua non, also man kann auch ohne, dass man jetzt eine fieberhafte Impfreaktion hat, sehr gute Antikörper- und T-Zellantwort bekommen. Aber es gibt auch Impfstoffe, wo man durchaus eine Korrelation sieht zwischen der Stärke der Impfreaktion und der aufgebauten Immunität. Und in dem Kontext ist schon vor Jahren bei verschiedenen Impfungen untersucht worden, was der Einfluss ist, wenn ich zum Beispiel Cyclooxygenase-Hämmer oder Paracetamol prophylaktisch einnehme. Und da kann man nicht für alle, aber für manche Impfstoffe schon zeigen, dass das eine verringerte Immunantwort zur Folge haben kann, ohne, ganz wichtig, dass das automatisch bedeutet, verringerter Schutz. Ja? Das wurde nämlich nicht gemessen und nicht bestimmt. Insofern aus immunologischer Sicht ist immer die prophylaktische Einnahme einer Entzündungsbremse in gewisser Hinsicht schon auch ein Spiel mit der Immunantwort und der möglicherweise dann etwas geringeren Immunstimulation. Ja? Also das ist nichts, was wir favorisieren. Und man kann natürlich jetzt auch noch kritisch anmerken, dass in der AstraZeneca-Studie es nicht klar und eindeutig deklariert worden ist, wer welches Paracetamol exakt wann in welcher Dosis eingenommen hat. Aber die prophylaktische Einnahme war zumindest in einigen der Teilstudien erlaubt. Ja. Und das könnte natürlich jetzt auch ein Punkt sein, warum dann letztlich die Reaktogenität nicht anders ausgesehen hat als bei den mRNA-Impfstoffen. Vielleicht wäre sie sogar wirklich höher gewesen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Aber was die Menschen machen, das wissen sie im Einzelfall dann sowieso nicht. Ja? Also es gibt auch Leute, die Paracetamol aus anderen Gründen einnehmen und nicht in Voraussicht auf eine mögliche Impfreaktion. Frau Röbel-Mathieu, hier kommt noch eine Nachfrage an Sie und die Faktoren, die wir gerade schon versucht haben zu umreißen. Gilt diese Einschätzung von Ihnen auch für Patienten mit Autoimmunerkrankungen? Also dass eben Menschen, die eine Autoimmunerkrankung haben, ja sowieso ein erhöhtes Komplikationsrisiko durch Covid haben, also eine Thromboseneigung. Und das ist ja quasi genauso Immunsystem gesteuert wie jetzt offenbar auch die Nebenwirkungen. Gilt das, was Sie vorhin gesagt haben, auch für Autoimmunerkrankungen, fragt hier eine Journalistin oder ein Journalist? Das würde ich schon so sehen. Herr Bogdan, korrigieren Sie mich, falls ich da jetzt falsch liege, weil ja generell bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen, mit Autoimmundefizienz zumindest, also zu erwarten ist, dass Impfungen weniger stark wirksam sind. Also es ist eher keine Überreaktion zu erwarten, sondern es ist eher so, dass man nach Impfungen unter Umständen sogar testet, ob eine ausreichende Immunantwort stattgefunden hat. Also deshalb würde ich das durchaus auch als eine Indikation bei Jüngeren sehen,
auch den AstraZeneca-Impfstoff einzusetzen. Ich gucke nochmal auf Herrn Bogdan. Ja, nichts hinzuzufügen. Gut, dann lassen wir das so stehen, Frau Röbel-Mathieu. Herr Klamroth, hier kommt noch eine Frage an Sie. Und zwar, wie funktioniert denn genau die Immunglobulingabe in der Therapie dieser seltenen Thrombosen? Um welche Immunglobuline genau handelt es sich dabei? Das sind IgG-Immunglobuline, die zum einen dann die Immunglobuline, die die Thrombozyten aktivieren, verdrängen und die auch an den FC-Rezeptor binden können des Thrombozyten, aber keine Thrombozytenaktivierung machen. Also es ist wahrscheinlich ein reines Verdrängungs- und Massenproblem. Deshalb muss man auch eine relativ hohe Dosis geben mit 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, um diesen Mechanismus zu unterbrechen. Und haben Sie da schon Daten zur Erfolgsquote? Also wenn man das jetzt frühzeitig feststellt und dann quasi IgG gibt, wie gut funktioniert das? In der Kommunikation mit den Kollegen funktioniert das gut, weil sonst kann man ja einfach kontrollieren, die Thrombozyten steigen dann an. Und das ist ja auch ein gängiges Therapieprinzip, was wir uns jetzt nicht neu für diese Erkrankung ausgedacht haben, sondern bei der klassischen Immunthrombozytopenie setzt man das schon immer sehr lange erfolgreich ein, Immunglobuline. Ich springe so ein bisschen in den Themen hier, aber ist auch nicht schlimm. Hier kommen auf jeden Fall viele Fragen rein. Es geht nochmal um den altersabhängigen Nenner der Geimpften, also die altersstratifizierten Daten, die Sie vorhin erwähnt hatten, die Sie guterweise vorliegen haben. Wie sicher ist sich denn die STIKO, dass das Risiko für diese Komplikation wirklich bis 59 höher ist als bei Älteren, da ja die AstraZeneca-Impfung jetzt bei Älteren ja noch gar nicht so häufig angewandt wurde, weil ja die erste Empfehlung der STIKO war, besser nicht, weil wir noch keine Daten dazu haben. Also sind genügend Daten vorhanden, um genau diesen Unterschied machen zu können? Also aus Deutschland sicherlich in der Intensität nicht, weil es waren dann ungefähr so vielleicht 300.000 Menschen über 60 geimpft mit AstraZeneca. Und das ist jetzt natürlich keine große Zahl, wenn man jetzt die Inzidenz, die ich jetzt vorher genannt hatte, für diese impfassoziierte Komplikation berücksichtigt. Aber nachdem natürlich in United Kingdom sehr viel in der hohen Altersgruppe geimpft worden ist, haben wir uns natürlich schon auch darauf verlassen, dass wenn das wirklich in dieser Altersgruppe ein signifikantes Problem wäre, dann müsste es ja speziell in England oder in United Kingdom aufgetreten sein. Ja. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, das sieht man ganz klar, das gilt übrigens auch für die mRNA-Impfstoffe, wenn Sie erstmal über 50 sind, nimmt die Impfreaktion, also das, was man als systemische und lokale Nebenwirkung dann verspürt, sehr deutlich ab. Und wenn man jetzt akzeptiert, was wir vorher schon diskutiert haben, dass möglicherweise eben diese Impfreaktion zu einer Bystander-Aktivierung eines anderen präexistenten Immungeschehnisses führt, dann würde man eigentlich auch aus dem Grund heraus erwarten, dass dann im Alter dieses Geschehnis wesentlich seltener in Erscheinung tritt, weil da eben bekannt ist, dass die Reaktion auf die Impfung insgesamt schwächer ausfällt. Ja. Mhm. Das ist eigentlich die plausibelste Erklärung für die Altersabhängigkeit aus meiner Sicht. Sehr gut. Das ist in der Kommunikation mit den englischen Kollegen auch nochmal sehr gut rausgekommen. Die haben ja relativ streng nach Alterskohorten geimpft und die haben das bei den alten Menschen praktisch nie gesehen. Dann haben wir es aus Deutschland beschrieben und dann ist es da mit den jüngeren Impfungen dann auch aufgetaucht. Und die haben mittlerweile, glaube ich, sogar mehr Zahlen als wir von diesen atypischen Ja, absolut. Und nochmal zur Datenfrage, weil wir da schon sind. Wie gut sind denn eigentlich die Zahlen zur Hintergrundinzidenz dieser seltenen Thrombosen? Also jetzt zum Beispiel zu den Sinusthrombosen, jetzt müssen wir aber auch noch weitere anschauen. Ich habe irgendwie gesehen, in dem letzten EMA-Dokument kam die irgendwie aus Italien oder so, dass da irgendwie eine Kohorte zugrunde gelegt wurde. Welche haben Sie da genommen? Welche Daten, wie gut sind die? Na gut, da gibt es eine ganze Reihe eigentlich von Meta-Analysen, interessanterweise, weil Sinusthrombosen haben die Neurologen und die Gefäßforscher eigentlich schon immer interessiert. Einerseits, weil sie selten sind und andererseits, weil man natürlich auf der Suche war nach prädisponierenden Faktoren. Egal, welche Studien man jetzt zugrunde legt, man liegt immer in der Größenordnung ungefähr Hintergrundinzidenz von 1 bis 2 auf 100.000. In manchen Meta-Analysen kam auch mal raus 5 auf 100.000, aber insgesamt ist der Schnitt irgendwo in dieser Größenordnung 1 bis 2 auf 100.000. Ja. Und die STIKO hat im Prinzip natürlich jetzt nicht nur eine Arbeit sich da angeschaut, ja, aber eine, die uns sicherlich aufgrund der Studienqualität auch sehr solide natürlich erschienen ist.
Nächste Frage, die sich daran anschließt. Vielleicht machen wir da einmal die Runde, Herr Klamroth. Welche Fragen müssen nun vom Hersteller und aber auch von Forschenden umgehend geklärt werden? Welche konkreten Studien sind geplant, um jetzt eben die aktuelle Lage noch besser einschätzen zu können? Was fehlt Ihnen da auch noch an Daten? Ja, zum einen denke ich, müsste man Fälle analysieren. Es wäre natürlich schon schön, was hier schon die ganze Zeit diskutiert worden ist, wenn man prädisponierende Faktoren identifizieren könnte, was man bisher aber nicht kann. Das Zweite ist, denke ich, dass man weiter den Mechanismus noch aufklären muss. Dass je besser man den versteht, desto besser kann man auch dann eingreifen. Das sind so die zwei Stränge, die weiterverfolgt werden müssen. Und das passiert ja auch schon im Hintergrund, was aber immer ein bisschen dauert, bis das dann publikationsreif ist und dann an die Öffentlichkeit gerät. Da mag ich auch eine Frage stellen. Ist das auch möglich, Frau Halbach? An Herrn Klamroth, oder? Ja, bitte. Nutzen Sie das Plenum gerne. Der Herr Klamroth muss sowieso auch gleich weg. Vielleicht aber für die Zuhörer interessant. Ja. Nochmal zu der Neoantigen-Hypothese oder auch zu dem Faktum des Neoantigens. Aus immunologischer Sicht gibt es ja da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die Autoantikörper dann tatsächlich an ein neu formiertes Antigen binden. Die zweite Möglichkeit ist, sie binden nach wie vor nur an Plättchenfaktor 4, aber die Aktivität, die man beobachtet, kommt dadurch zustande, dass eben ein Crosslinking-Phänomen eintritt, was eben voraussetzt, dass das Plättchenfaktor 4 an Heparin bzw. an den unbekannten anderen Faktor bindet. Und das wäre für mich jetzt nochmal wichtig, weil aus immunologischer Sicht wäre ja ein Neoantigen und ein dagegen gerichteter Antikörper eine Situation, wo praktisch zwei Antigene zusammen dann ein neues Antigen darstellen, wogegen dann eben der Antikörper gerichtet ist. Aber was ist da jetzt richtig von diesen beiden Optionen? Also es ist schon so, dass wenn man es in Analogie zu der heparininduzierten Thrombozytopenie sieht, dass da irgendetwas, was sonst immer das Heparin war, an den Plättchenfaktor 4 bindet, dadurch bilden sich Komplexe und die sind dann das Neoantigen. Aber reagiert dann der Antikörper quasi mit einem Neoepitop, was durch diesen Komplex entsteht? Oder ist es nur so, dass er nach wie vor mit dem PF4 reagiert und die Aktivität auf die Thrombozyten dann dadurch zustande kommt, dass eben jetzt viele Moleküle sich auf dieses Trägermolekül gebunden haben und nur dadurch dann auch eine suffiziente FC-Rezeptor-Interaktion und Crosslinking stattfindet, weil der Bindung vom einzelnen FC-Rezeptor bewirkt ja wahrscheinlich nichts. So wäre meine Interpretation. Ja, okay. Ja, meine auch, aber das ging mir nochmal so durch den Kopf, weil das ist auch nochmal wichtig bei der Suche, nämlich worum es sich da handelt. Ja, und vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Bis jetzt hat sich zumindest bei mir so abgebildet, dass diese 4 Tage, also nach denen quasi die Nebenwirkungen dann als erste Mal auftreten, dafür sprechen, dass sich die Antikörper in Demo durch die Impfung neu bilden. Die liegen nicht schon vor der Impfung vor und also das ist. Okay, einer nickt, jetzt bin ich gespannt, Herr Klamroth. So würden wir es sehen. Also wenn wir jetzt diesen strengen Schlusssatz, die Analogieschluss nehmen zur heparininduzierten Thrombozytopenie, dann bilden sich diese Antikörper. Das sehen wir ganz genau und das braucht immer eigentlich da ganz klassisch 5 Tage, bis dieser Mechanismus in Kraft gehen kann. Und wenn sich das nicht innerhalb von 5 bis 14 Tage dann gebildet hat, dann ist das vorbei. Dann ist das Risikofenster auch vorbei. Nach 21 Tagen, wenn wir davon ausgehen, kann dieser Mechanismus, wenn er analog zur heparininduzierten Thrombozytopenie ist, nicht mehr auftreten. Allerdings, Patienten, die schon mal dieses Phänomen hatten, die also in den letzten 3 Monaten Heparin erhalten haben, da kann dann sofort im Rahmen der Heparingabe diese Antikörperbildung wieder aktiviert werden. Also das Immungedächtnis hält bei dieser Form dann ungefähr für 3 Monate an, dann sind die Antikörper raus und dann wird der Prozess aber von vorne wieder aktiviert. Immer vorausgesetzt, unser Analogieschluss stimmt. Ja. Mhm. Herr Bogdan, wollen Sie dazu nochmal was sagen? Oder? Also jetzt wieder aus immunologischer Sicht, wir sind ja so bei der Frage angelangt, das Ganze ist sehr selten. Das heißt, es muss ja einen Faktor geben, der darüber entscheidet, wer bekommt es nicht. Und da wäre jetzt so mein Gefühl, es sind Menschen, bei denen schon vielleicht diese Autoreaktivität präexistent ist, aber in einem sehr niedrigen, auf einem sehr niedrigen Niveau sich befindet. Und dementsprechend auch zu keiner messbaren und klinisch erkennbaren Komplikation im, ich sage mal, Normalzustand führt. Und dann kommt eine Infektion oder eben in dem Fall diese Impfung. Und die wirkt jetzt quasi anschiebend und verstärkend auf eine präexistente Autoreaktivität oder Autoimmunität. Weil ich meine, die Frage ist immer, wodurch kommt ein Antikörper ins Spiel, der jetzt gegen ein Autoantigen gerichtet ist und da
da muss ja im Prinzip ein präexistenter, nicht nur Klon da sein, sondern muss auch eine präexistente Reaktivität irgendwie gegeben sein. Aber wie gesagt, das ist das, was man, denke ich, rausfinden muss. Ja. Es könnte auch ein Allo-Antikörper sein. Könnte man eher die Allo-Antikörper-Hypothese vertreten, aber das ist, ja, also das wird noch weiter geforscht. Das ist jetzt eine ganz interessante Fachdiskussion dann. Könnte man, eine Frage noch, dann gehe ich auch mal nochmal zu Frau Rödel-Mathieu zurück. Gibt es vielleicht, könnte man ein Screening machen? Also wenn man vorab guckt, ob Antikörper vorhanden sind, bevor man impft, wäre das eine Möglichkeit? Im Analogieschluss, wenn es so ist wie bei der heparin-induzierten Thrombozytopenie, definitiv nein, weil diese Antikörper vorher negativ sind und 3 Monate nach Heparin-Exposition auch wieder nicht mehr nachweisbar sind. Gut, das war jetzt nur noch eine Frage, die mir ganz spontan eingefallen ist. Frau Rödel-Mathieu, es kommen noch 2 sehr klinisch orientierte Fragen, vor allen Dingen zur Patientenaufklärung. Sollten Patientinnen, die bestimmte Medikamente nehmen, die das Thromboserisiko erhöhen, diese vor einer Impfung eine Zeit lang absetzen? Ist eine ganz praktische Frage. Also das würde ich jetzt einfach nicht so sehen auf der Basis all dessen, was wir vorher diskutiert haben. Gut. Genau, ganz, ganz klare Antwort, finde ich völlig in Ordnung. Und kann man mit niedrig dosiertem Blutverdünner vor Impfung das Thromboserisiko senken? Das glaube ich auch nicht. Das ist nicht zu empfehlen. Aber vielleicht könnte einer der beiden Basiswissenschaftler das noch ein bisschen genauer erläutern. Nee, würden wir momentan auch nicht empfehlen und gibt es auch keine Evidenz dafür. Ich muss mich leider jetzt verabschieden. Kein Problem. Über die Zeit. Ich weiß, Herr Klamroth, gar kein Problem. Haben Sie vorher angekündigt. Ja. Ich habe noch 1-2 Fragen, die gerät ich richtig noch an die anderen beiden. Ja. Sie hatten gesagt, dass Sie länger bleiben können. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Klamroth. Wir bleiben alles in Kontakt gut. Und einen schönen Abend Ihnen noch. Dankeschön. So. Die anderen beiden, jetzt haben wir die STIKO noch versammelt und zwar kommen jetzt hier nämlich auch noch Fragen, deswegen fand ich die Fachdiskussion gerade nochmal spannend, die sich so ein bisschen noch auf den weiteren Vorgang in der STIKO beziehen. Und zwar haben Sie auch die Zahlen angeschaut bei den anderen Impfstoffen? Also gibt es da wirklich kein Signal zu einer Erhöhung zum Beispiel von Sinusthrombosen oder anderen seltenen Thrombosen oder liegen die Daten nicht vor? Ich meine, das ist ja nicht das, was die STIKO primär erhebt, sondern das sind die Daten, die beim Paul-Ehrlich-Institut reinkommen und beziehungsweise die Meldungen, die reinkommen, die dann vom Paul-Ehrlich-Institut bewertet und ausgewertet werden. Und da ist eben der Stand bis dato der, dass es bei den beiden mRNA-Impfstoffen keine quasi Signalerhöhung in dieser Form gibt, wie man das jetzt bei AstraZeneca gesehen hat. Ja. Okay. Johnson & Johnson könnte ja da auch nochmal spannend werden, aber der kommt ja nur erst auch noch in Deutschland. Da haben wir dann wahrscheinlich noch keine Daten zu, logischerweise. So, ich schaue nochmal eben schnell hier durch. Jetzt rutscht ja alles hin und her in meinem Dokument, es tut mir sehr leid. Ja, ich denke, wir sind hier fast am Ende, würde ich sagen. Die Fragen... Ja, also eine Frage können wir vielleicht abschließend nochmal stellen, weil sich die EMRA jetzt gerade dann offenbar doch akut auch geäußert hat und gesagt hat, dass die Risiken zwischen 40 und 49 deutlich, okay, jetzt die britische EMRA sagt, dass der Nutzen der Astra-Impfung die Risiken in der Gruppe 40 bis 49 deutlich übersteigt. Also 40 bis 49 auch mit Astra-Impfen, anders als wir das jetzt machen. Wieso kommt die STIKO zu anderen Schlüssen für Deutschland? Könnte sich das noch ändern in Zukunft? Das würde ich vielleicht als Abschlussfrage an Sie beide stellen. Und also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Das heißt jetzt, 40 bis 49 kann geimpft werden. Und was ist dann mit 50 bis 59 und mit 20 bis 39? Ich denke mal, dass die alle darüber impfen. Also das... Moment, mein Kollege schreibt hier noch was. Das ist ein bisschen schwierig, dieses akute Hin und Her hier, muss ich sagen. Nehmen wir an, die EMRA sagt, über 40 wäre es in Ordnung zu impfen und unter 40 nicht. Also wir kommen zu einer anderen Risikoeinschätzung als in Deutschland. Wie kommt das zustande und hat das noch Auswirkungen auf die STIKO-Empfehlung? Nein, wir haben ja beide vorhin schon dargelegt, dass das, was die STIKO jetzt gemacht hat, war die Beurteilung einer Situation basierend auf den Daten aus Deutschland. Ja. Denn wir sind ja auch als ständige Impfkommission erstmal nur für Deutschland zuständig. Und dementsprechend müssen wir uns auch an dem orientieren, was jetzt in der Post-Marketing-Beobachtung in Deutschland aufgetreten ist an signifikanten, relevanten Nebenwirkungen. Ja. Und also der reine EMRA-Beschluss, wie auch immer er ausschaut, ich kann den ja jetzt gar nicht kommentieren, weil ich kenne ihn natürlich gar nicht. Ja.
Der hat jetzt natürlich keinen unmittelbaren Einfluss auf das, was in Deutschland geschieht, weil wir werden halt weiter beobachten, wie die Sache sich in Deutschland entwickelt, welche Zahlen dann meinethalb nach 3 oder 5 oder 7 Millionen Impfungen da sind, und es wird immer wieder neu bewertet. Ja, und dann muss man sehen, ob sich irgendwas verändert, verschiebt, herauskristallisiert oder eben auch bestätigt. Frau Röhl-Mathieu, ein Abschlussstatement noch dazu, wie die STIKO weiter vorgehen wird? Ich kann mich dem nur anschließen. Wir werden immer die neuen Erkenntnisse sichten und bewerten und dann eben auf der Basis unserer Vorgaben Empfehlungen aussprechen, Änderungen aussprechen, wenn wir das für sinnvoll und notwendig erachten. Super. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende an dieser Stelle. Wir haben eindringlich erörtert, was Sie alles in der STIKO empfohlen haben und besprochen haben. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, da ja eben die wissenschaftliche Begründung noch nicht online steht und ziemlich viele Fragen, hier stehen auch noch welche drin, aber das ist, ich glaube, wir haben so die großen Kategorien, haben wir alle befühlt und abgearbeitet. Ich bedanke Ihnen, danke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wirklich da heute mal offiziell drüber zu sprechen und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was die STIKO mit den Empfehlungen in den letzten Wochen so gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, auch was jetzt bei der EMA und bei der EMRA hier ploppen immer noch Nachrichten auf, auch noch dabei rumgekommen ist. Wir würden uns ja gerne auch nochmal melden, wenn es da irgendwie noch akute Dinge gibt. Für diesen Moment, denke ich, reicht es auf jeden Fall erstmal, und Sie haben sehr geholfen, die Dinge zu sortieren. Vielen, vielen Dank Ihnen, an die JournalistInnen da draußen, die noch zuhören. Wir werden wieder versuchen, so schnell wie möglich das Video dieser Veranstaltung online zu stellen und ein Transkript zur Verfügung zu stellen. Das wird wahrscheinlich nicht vor morgen früh klappen. Wir beeilen uns aber auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Zeit an Sie beide nochmal. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend, Herr Bocklan und Frau Röbel-Mathieu. Ja, gleichfalls. Tschüss.